Hallo meine Lieben, hier ist mal wieder euer Enduro René. Ja, und ich bin im Wohnwagen und zwar im Ort oder beim Ort Seyfriedsburg. Und ich stehe hier auf so einem Fußballplatz. Ich drehe euch mal um. Guckt mal, so sieht das hier aus. Ich darf hier auf dem Parkplatz stehen und meine Akkus nachladen, auch Wasser nachtanken und duschen dürfte ich sogar. Und zu essen haben sie auch was. Hier im Video geht es jetzt weiter mit der Tour. Unten am Rhein lang. Ich leine Ausfahrt mit dem Andreas Kurm. Wir waren da bei Bonn und sind am Rhein lang gefahren und danach fahre ich dann Richtung Ahrtal. Ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich fahre gerade ein bisschen einkaufen hier. Bei Bergheim ist das jetzt hier, vorm Rhein. Auch wieder toll, wie das hier aussieht. Ja, schöne Ecke. Bin immer noch in Bergheim. Eigentlich müsste ich ja nach Köln rüberfahren. Aber ich habe Köln-Kalk-Verbot. Wer kennt nicht den Film? Voll normal und Ballermann 6. Ich bin jetzt hier an so einem Wanderparkplatz bei Bergheim und treffe mich hier gleich mit dem Andreas. Die Jackery Powerstation habe ich hier ganz einfach an mein Solarpanel angeschlossen und solange das nicht mehr wie 21 Volt liefert, funktioniert die Geschichte auch gut, also tipptopp. Da ist er, der liebe Andreas, sogar mit seinem Wohnwagen. Grüß dich. Na? Alles gut. Lange nicht gesehen, ja. Ja. Und doch wieder erkannt. Guckt mal, das ist der neueste Wohnwagen, die neueste Kreation vom Andreas. Und das hier die neueste Stützenversion. Sieht richtig super stabil aus. Mit zwei Verschlüssen hier. Und er will den Wohnwagen ausklappbar machen, ja. Hier soll es dann runterklappbar sein, ja. Ja, hier hinten die Tür. Immer schön. Ja, und wenn ihr euch für den Bau interessiert, braucht ihr bloß auf den Kanal gehen vom Andreas. Verlinke ich natürlich hier. Dann könnt ihr euch denn die weiteren Bauvorschritte des Wohnwagens angucken. Ja, da gibt es immer wieder neues Videos. Andreas ist der Bus, der fährt vor. Der weiß, wo es lang geht. Ja, mal gucken, wie es jetzt klappt hier bis zur Fähre runter und dann über die Fähre rüber und dann sind wir schon in Bonn. Grünen Bund und dann werden wir mal zu Helmut gucken. Zu meinem Chef. Der Chef fährt vor. Noch eine kleine Engstelle. Aber kommen wir gut durch. So, hier geht es nochmal eine Brücke hoch, eine kleine. Ja, die Überfahrt mit der Fähre hat auch sehr gut geklappt. Vor allem die Fährleute sind auch sehr kulant, weil ich brauchte bloß für ein Fahrrad bezahlen. Und wie ihr seht, ich nehme auch den Platz fast von einem ganzen Auto weg. Vielleicht nicht von der Breite, aber auch von der Länge. Unterfahrt hat auch sehr gut geklappt. Hänger sitzt nicht mehr hinten auf, weil jetzt hinten ein bisschen höher ist. Wir sind jetzt hier drüben bei Bonn und es ist richtig schön hier. Richtig schöner Strand hier unten am Rhein. Neben der Weg, oder? Ja, ja, das Schräge ist immer gefährlich. Leute, das Schräge ist gefährlich. Also schon echt, dass sie für das der Hänger umkippt. Aber ich bin ja nah am. Stabil, aber von weitem hat man schon gesehen. So ein bisschen geht der in. Ja, ja, wenn es denn schief ist, ja, und das Beschissene ist, das Rad geht ja mit in die Schräge, weißt du? Du bist dann hier, du kannst es noch dagegen halten, so, weißt du? Aber das ist halt scheiße, das ist dann auch schief. Also du hast dann total. Du hast dann total unsicheres Gefühl, weißt du? Also da ist wirklich. Ja. Auf einem Vierrad. Ja.
üblich mal wieder eine Umleitung. Ui, muss ich aufpassen. Jetzt werde ich dem Andreas fast hinten drauf gefahren hier. Wir queren jetzt gleich hier die Friedrich-Ebert-Brücke, über die die A565 führt. Und der Weg, auf dem wir jetzt fahren, ist der Leinpfad, auf dem auch etliche Wanderwege und Fahrradrouten lang gehen. Kuckuck! Von hier fällt mir ganz gut. Fahrradstraße haben wir momentan hier. Geht wohl quer durch. Da am Fahrradfahrer vorfahren. Das gefällt mir. Kann man schön spazieren gehen hier, wie ihr seht. Hier eine schöne Promenade. Schöne Schiffe kann man beobachten hier. Ganz toll. Und da hinten sieht man dann auch die Berge. Also wo hast du mich denn jetzt hier hin entführt? Ja, jetzt sind wir hier in den Rheinauen. Und zwar direkt hier fast unten am Rhein. Vorne ist ja der Rhein. So. Hier gibt es noch kleinere Seen. Hier gibt es doch noch diesen wunderschönen Turm von der DHL und von der Telekom, oder? Ja, Postturm. Da muss ich erstmal rumgehen, Leute. Sieht man ein bisschen schlecht. Der große, schöne Baum davor. Aber wir filmen trotzdem jetzt auch, wenn sie still ist. Ich muss meine Ordnung machen, ich sag's nochmal. Nur deswegen bin ich hier. Das reicht gut. Ich denke schon, kommt, aber kommt er endlich. Ja. Ist sie stärker oder wir machen so? Ich hab mal auch diese Sticks ausprobiert, die von Jakobs. Ne? Da ist ja dann auch so Milch und Zucker mit drin. Und dann kriegst du halt die Tasse auch nicht so leicht drauf. Wo ist jetzt Andreas? Mal ein bisschen Wasser aufsetzen. Der Kaffee zu stark. Oh, nicht gut. Dieses Trangia-Set ist halt das Ein-Personen-Set. Ja. Wie soll es anders sein? Zum Kaffee gibt es beim Ossi Bananen. Ohne Bananen gehen wir nicht mehr außer Haus. Und beim Mangel zetteln wir eine Revolution an. Das müssen wir noch filmen. Davon bin ich da auch völlig überzeugt. Ja, lieber Andreas, verlässt mich jetzt. Wir haben hier noch ein paar Stunden erzählt, es ist schon total dunkel. Ja, er muss ja morgen arbeiten. Und ja, da muss er jetzt losdüsen. Im Dunkeln suchen wir jetzt alles zusammen. Ja, Andreas, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, komm gut nach Hause. Ja, wenn du Lust hast, dann kontaktierst du mich, dann kannst du da mal vorbeikommen. Ja, mach ich auf jeden Fall. Oder kommst du nach Hamburg hoch zum Schlagermove? Vielleicht zum Hamburg. Ja. Mach's gut. Mach's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, komm gut nach Hause. Ja. Guckt mal in den Kanal rein vom Andreas. Verlinke ich euch hier unter dem Video. Tschüss! Ja Leute, und ich bin wohl alleine.
Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin hier noch in Bonn, bin gerade aufgestanden, habe schon gefrühstückt und habe gerade meinen Müll weggebracht und kommt mal mit, was ich da entdeckt habe. Hier ist der Rhein, hier ist ein richtig schöner Park und ja, relativ ruhig, dass es so in der Stadt ist. Guckt mal, hier hat gestern jemand gegrillt, hat den Grill hier gelassen. Also hier gibt es auch jede Menge merkwürdiger Leute, sagen wir mal so. Also wer von euch einen Grill braucht, erst einmal benutzt. Da hinten liegt noch die Verpackung. Da liegt noch die Verpackung da hinten. Da hinten, wartet mal, aber hier Holzkohle ist auch noch dazu. Der Sack hier, so, ist noch bestimmt halb voll. Grill Party Set. Ich kann mit dem Grill jetzt auch nicht anfangen, sonst hätte ich ihn glatt mitgenommen. Ja, kannst du den Grill jetzt mitschleppen? Ist der Wohnwagen 111 Kilo. Ich kann jetzt gar keinen Solarstrom produzieren, da ich hier total im Schatten stehe. Das war auch mal schön, aber ja, Strom produziere ich gerade nicht. Oder sagen wir es mal so, sehr wenig. Seht ihr ja, oben gehen bloß 230 mA rein. So Leute, es geht weiter Richtung Ahrweiler, Ahrtal. Jetzt sieht es gut aus, Weg geht genau am Rhein hier lang, wunderbar. Es war ganz schön was los, aber ja, alle freundlich hier, oder? Wir freuen uns, sag ich doch. Klang aber irgendwie nicht so echt. Ich fahre jetzt hier gemütlich den Rheinradweg lang und auf der gegenüberliegenden Seite seht ihr den Hirschberg und den Drachenfels. Ja, sieht sehr schön aus, die Berge, und da fährt auch eine Fähre rüber. Richtig schöne Gegend hier. Seht ihr, da oben ist auch noch eine Burg. Hier die Fähre, richtig toll. So, ich bin jetzt hinter Königswinter, fahre Richtung Remagen. Und linksseitig ist hier ein recht großer Zeltplatz. Da ist der Zeltplatz. Ja, nur ein Zelt da. Ganz schön eng hier, ja. Ich danke euch, ja. Ja, Leute, das ist halt Radweg, ja. Ziemlich viel los hier, der Rheinradweg. Ja, da kann man nicht so schnell fahren. Da kann man nicht so viele Kilometer machen. Grüßt euch! Rolands Eck heißt das hier. Rolands Eck. Keine Ahnung, wo das ist. Kurz vor Remagen. Villa Rolands Eck. Ich bin jetzt irgendwo bei Königswinter, ich glaube Oberwinter oder wie das hier heißt. Ja, fahren wir kurz hier Landstraße, weil der Radweg ist einfach zu eng. Der führt jetzt ewig hier lang. Fahren wir kurz mal hier lang. 5-6 Kilometer. Da soll mal gehen. Ich bin immer noch bei Königswinter. Ja, sehr schöne Gegend hier. Ich bin jetzt hier noch in Remagen und das auf der anderen Seite da ist der Ockenfels. Ja, und hier zwischen ist der Rhein. Das ist ein relativ enges Tal hier, deswegen musste ich eben auch Bundesstraße fahren. Der Radweg war zu eng und ja, ein LKW-Fahrer hat gehupt. Auf 550 Kilometern jetzt der erste, der da ein bisschen aggro war. Ja, so ist es halt, muss man irgendwie mit umgehen lernen, aber es ging halt nicht anders. Der Radweg ist viel zu schmal gewesen da. Ja, okay Leute, weiter geht's.
bin immer noch in Remagen, aber das ist jetzt hier der Anfang des Radweges, der ins Ahrtal hochgeht. Mal gucken, wie der ist, ob der ein bisschen breiter ist, ob ich hier gut langkomme. Ja, schauen wir mal. Oben steht das Zeichen. Ja. Selbst gebaut? Jo, jo. So halbwegs? Hey, das ist ja voll Selfie. Noch einen schönen Fahrradweg, also, ne? Ja. Aber jo, mit mal, ne? Ja, euch nochmal einen schönen Tag, ja? Ja, macht's gut, ja? Auch sehr, ja. Ich hab doch bei denen schon im Film mitgespielt. Also, ja, ich sehe auch nicht immer hier alles. Kommen wir durch. Kommen wir hier durch. Ja, also hier müsst ihr lang, hier ist richtig. Danke. Naja, viel Spaß noch. Ja, da müssen wir lang, wa? Ja. Wenn Sie nach ins Ahrtal wollen. Ja, ja. Naja, wie der Weg ist, keine Ahnung. Ja, müssen wir mal gucken. Fahren wir mal los, wa? Ja, dann fahren wir mal vor. Wisst ihr, fahrt vor, ich größer bin. Guckt mal, wie es aussieht, ob ich langkomme. Sieht ja immer noch verwüstet aus, na klar, von dem Hochwasser. Guckt mal an hier, hier die ersten Bäume. Die ist ja aktiv hier nicht so befahrbar. Ich habe mich schon gehungert. Ah, hier geht es jetzt lang. Uiuiui, Leute. Der Ampel ist hier. Ich muss auf der anderen Seite. Jetzt hier ohne Straße fahren. Das Wahre ist mit dem Liegerad. Der Radweg ist anscheinend gar nicht befahrbar. Muss man wahrscheinlich öfter Straße fahren. Ist alles noch hier kaputt, logischerweise. Aber die fahren jetzt alle hier lang. Ich denke mal, es ist richtig. Das ist hier so ein kleiner Nebenweg. Aber am Bach lang geht es nicht, wie der Radweg eingezeichnet ist. Also das habt ihr ja eben gesehen, da liegt da alles kreuz und quer. Bin jetzt hier im Ahrtal, also ganz am Anfang hier, und hab mal hier eingegeben den Ort hier, ich weiß es gar nicht, wo ich, ja, den Ort Maischoß. Altena, Altenahr. Ich habe jetzt als Zielort mal Altenahr eingegeben. Da oben auf dem Berg sind circa, ja, zeigt jetzt nicht richtig an, 22 Kilometer habt ihr eben gezeigt. Hier seht ihr mal das Höhenprofil. Ja, hier hinten wird es richtig steil. Gucken, ob wir da hochkommen. Zeigt jetzt auch nicht richtig an. Was ist denn mal das? Ja, lasst uns mal losfahren. Hier, das ist die Ahr. Das ist aber Fluss. Ja, da geht der Radweg lang. Ja, ich guck mal, wie weit ich jetzt hier komme. Ich glaube, das ist auch nicht so eine gute Idee, mit dem Liegerad hier hochzufahren, weil das ist einfach unwendig. Das ist schlecht. Musste eben schon wenden hier. Das hatte ich gar nicht gefilmt, was ich eben hatte. Schon so eine Wendung, weil die Radwege sind ja hier alle. Wir gehen unten an der Ahr lang, der Radweg, und der ist natürlich nicht mehr funktionsfähig. Und ich fahre jetzt einfach mal hier ein Stück lang, mal gucken, wie weit ich komme, und wenn nicht, breche ich auch ab, weil die Hauptstraße hier ist natürlich total stark befahren, da möchte ich auch nicht lang fahren, weil der Verkehr wirklich stark jetzt hier ist. Müsste man, wenn wir wieder nachts hier hochfahren, muss ich mal gucken. Ich fahre jetzt erstmal ein Stück und mal schauen, wie weit wir kommen. Ich habe jetzt hier noch einen Weg entdeckt, seht ihr, hier darf man wieder nur mit, ja, also nur landwirtschaftlicher Verkehr darf hier rein. Mal gucken, wie weit wir jetzt hier kommen, den Weg. Ja, hier geht normalerweise der Radweg lang, seht ihr, da vorne ist Schluss. Ja, so sieht das jetzt hier aus, relativ am Anfang vom Tal. Hier geht es jetzt weiter nach oben. Das
Seht ihr da? Sieht ganz schön gefährlich aus. Ja, und da hinten steht der liebe Enduro neben. Weiter geht es. Ich muss jetzt noch durch den Ort Heimersheim fahren. Ja, so ein kleiner Ort mit vielen engen Gassen. Das ist schwierig, aber wir schaffen es. Ja, wie ihr seht, relativ eng hier, deswegen fahre ich jetzt einen kleinen Umweg. Ganz schön schief hier alles. Aber wie ich sehe, da ist der Weg, den ich suche. Ich bin echt mal gespannt, wie weit ich komme. Die Wege sind ziemlich eng hier. Eben in dem Dorf da war es schon so eng, da bin ich einen Umweg gefahren, war jetzt hier oben lang, ein bisschen oberhalb der A. Und ja, also ich vermute, dass ich irgendwo abbrechen muss. Weil es ist hier echt eng. Und ja, der Radweg ist ja weggespült, der unten an der A lang gegangen ist. Habt ihr gesehen eben. Mal gucken, da oben ist jetzt die Autobahn. Fahren wir runter durch hier. Auf jeden Fall schöne Plätze zum Hinstellen habe ich hier überall. Und wenn ich keine Lust mehr habe, stelle ich mich einfach hier hin. Fertig aus. Oder fahre halt ein Stück zurück, wieder hierher. Ich habe jetzt hier vor Bad 9a noch eine Pause gemacht, denn es ist hier echt viel Verkehr. Und ich muss jetzt durch Bad 9a durch und muss dann Bundesstraße fahren. Und da war vorhin sehr viel Verkehr, wo ich hier schon ins Tal reingefahren bin. Anscheinend schauen sich jetzt viele das Tal hier an, die Verwüstung an. Da waren viele Motorradfahrer unterwegs und so weiter und so fort. Da konnte ich definitiv nicht die Bundesstraße befahren. Ja, und habe jetzt gewartet. Es ist mittlerweile kurz vor 8. Und ich überlege jetzt reinzufahren. Ich zeige euch das Ganze mal auf der Karte. Bin jetzt hier kurz vor der Autobahn und ja, möchte denn hier reinfahren. Mal gucken, über welche Brücken ich denn überhaupt über die A komme. Muss ich wahrscheinlich auch hier schon in Hauptstraße fahren. Mit Nebenwegen ist da nicht und auf den Straßen ist recht viel los. Und ab hier, ab Ende des Ortes, muss ich auf diese Bundesstraße und will da denn ein Stück hochfahren. Ganz bis zum Schluss geht es eh nicht. Da die denn unterbrochen ist, diese Bundesstraße, dann müsste ich den Berg hoch. Also das wird sowieso nichts bis zum Schluss zu fahren. Ich will ein Stück hoch gucken, wenn alles klappt. Und dann möchte ich hier diesen Berg hochfahren und mich denn da oben irgendwo hinstellen. Ja. Das soll es jetzt hier mit dem Teil gewesen sein, meine Lieben. Die Fahrt ins A-Teil seht ihr denn in einem Extra-Teil. Und die Übernachtung danach, ja, es wurde noch ziemlich abenteuerlich, aber auf einem Abschnitt, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Ich wünsche euch dann noch ein schönes Wochenende und einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Enduro René.